Und dann denkt man sich so ein wohldosiertes, ja, wörtliches Comedy-Kabarett-Klavierprogramm aus und achtet auf die feinsten Nuancierungen, überlegt sich, wie ist, könnte das witzig sein, wie ist das? Und dann sitzen sie irgendwann zwischen zwei Konzerten im Dortmunder Zoo und schreiben gerade, nein, auf der anderen Seite des Gitters, schreiben ihre Notizen und da fällt ihnen gerade eine lustige, und dann sagen, das könnte man vielleicht in den Genitiv setzen, dann wäre es etwas so. Und dann hören sie gerade, wie eine Großmutter mit ihrem Enkelkind am Streichelzoo steht. Und das Enkelkind spielt mit den Kaninchen dort unten, den Karnickeln. Und die Großmutter hatte aber unter großem haptischen Aufwand eine Ziege dazu bequemt, sich dem Gatter zu nähern. Und die Großmutter möchte jetzt, dass das Enkelkind sich mit der Ziege beschäftigt. Aber das Enkelkind hat daran gar kein Interesse. Und da hören Sie folgenden Satz, während Sie über die Formulierungen Ihres Abends nachdenken. Die Oma sagt, nu komm mal bei die Oma, lass mal den Nickels und Mama Ei bei dat Mäh. Sich noch die Mutter aus dem Seitenfenster ihrer edukativen Verantwortung gerecht werdend und sagt, Chantal, geh nicht bei der Assis! Und in diesem Sinne möchte ich das Konzert ausklingen lassen, meine Damen und Herren, mit einem Boogie-Woogie.
Nehme ich sie gern wieder fest. Eine Zugabe. Darauf bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Darf ich Ihnen auch gleich diesen jungen Mann vorstellen? Das ist Götz Östlind. Wir treten auch im Duo auf. Meistens sogar. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am 7. September diesen Jahres in den großen Saal der Hamburger Leihshalle kommen würden. Es gibt noch Karten. Da erleben Sie uns beide an zwei Flügeln, die sich gegenüberstehen, mit einer sehr virtuosen, fröhlichen, witzigen, humorvollen Show. Und zum Abschluss dieses Abends, danke Götz, versuche ich jetzt nochmal. Nein. Ein ganz kurzes Stück noch. So, ich muss mich kurz wieder psychologisch in die Rolle des amerikanischen Helden der 60er Jahre begeben. Tony, ja. Tony aus der West Side Story. Ganz kurz noch einmal Tonight. Und dann können Sie mir für 10 Euro das Stück bitte eine CD meiner Eigenkomposition im Foyer abkaufen, damit ich meinen Leihwagen tanken kann und zurück in die... Ja, das wäre sehr nett. Und jetzt haben Sie erlebt, wie es ist. Vom Seniorenheim bis zur eigenen Show. Es bleibt doch immer das gleiche Theater. And there's nothing for me except Maria. Every sight that I see is Maria. Always you, every thought I ever know. Everywhere I go, you'll be you and me. Tonight, tonight won't be just any night. I saw you and the world went away. Tonight, tonight won't be just any night. Vielen Dank.